Bei strahlendem Sonnenschein feierte das Haus Kilian auf dem Platz vor der Volksbank an der Mittelstraße sein Sommerfest. Die Bewohner sind Menschen mit Behinderung. Gemeinsam mit ihren Freunden, Eltern und Verwandten genossen sie am letzten Samstagnachmittag die stimmungsvolle Atmosphäre. Für musikalische Unterhaltung sorgten die Band Low FX und die Bläserklasse der Gesamtschule Schermbeck. Die Spendenaktion Immer wieder war zum Anlass genommen worden, in diesem Jahr ein Sommerfest zu veranstalten. Das Haus Kilian hatte hierfür umweltfreundliche Einkaufstaschen gefertigt, die anschließend in verschiedenen Schermbecker Geschäften verkauft worden waren. Wir haben eine Mitarbeiterin, die gelernte Schneiderin ist und die das Interesse bei den Bewohnerinnen geweckt hat zu nähen. Und die Mitarbeiterin hat mit mehreren Bewohnern die Taschen gefertigt. Und weitere Bewohner haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten einfach zugearbeitet. Ne, zum Beispiel irgendwie Gummis abschneiden etc. oder Fäden irgendwie abschneiden. Also jeder so im Rahmen seiner Möglichkeiten hat seinen Beitrag geleistet. Der Erlös aus dem Verkauf der Taschen ging zugunsten der Caritas Gemeinschaftsstiftung. Im Rahmen der Handicap-Bewegt-Spendentour der Caritas Stiftung kamen die Rennradfahrer auch in Schermbeck beim Sommerfest vorbei. 18 Biker legten hierfür an 2 Tagen über 400 Kilometer in der Diözese Münster zurück, um auf der Strecke bei 10 Einrichtungen Spendengelder entgegenzunehmen. Wir sind in Enninger gestartet heute Morgen um 7 Uhr und sind dann über Münster gefahren. Dort haben wir am Dom einen Reisesegen bekommen vom Weihbischof Gerling und sind dann weiter über Darup nach Olfen, über Maria Feen und jetzt halt hier Schermbeck und fahren dann weiter nach Haus Hall in Geschau. Dort übernachten wir und fahren dann morgen früh weiter um 7 Uhr Kreis Steinfurt und dann zurück nach Enninger. Da sind wir morgen Abend so gegen 17.30 Uhr und dann gibt es dort eine Abschlussveranstaltung. Das Haus Kilian konnte den Fahrern von Handicap bewegt durch die Einnahmen aus der Immer wieder Einkaufstaschenaktion einen Scheck über 1.500 Euro überreichen. Anschließend ging es für die Tourenfahrer weiter in Richtung Gescher. Das Sommerfest war für alle Gäste ein besonderes Ereignis.